Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich hatte ja am Sonntag Geburtstag und jetzt bin ich volljährig und ich dachte so, hey, lustige Videoidee, ich teste 18 Plus Mods aus. Eine, wo ich dachte, ich könnte euch vielleicht zeigen, das wird jetzt wahrscheinlich eher nichts, weil ich möchte das Spiel nicht nochmal neu starten, denn ich dachte, ich hätte den Streamer-Mode installiert, aber ich habe anscheinend irgendwas verkackt. Deswegen sind diese süßen Sims hier vor mir. Nucky Dice. Und das darf ich hier nicht zeigen und ich habe keine Lust zu zensieren. Deswegen habe ich die süßen Mäuse jetzt angezogen und ich zeige euch die anderen Sachen, beziehungsweise ich erkunde sie mit euch, denn ich habe noch nie damit gespielt, obviously. Und ich habe auch kaum was dazu gesehen. Ich habe Extreme Violence und die Basemental Mod installiert. Das heißt, wir werden eventuell Gewalt sehen, je nachdem, wie weit das halt zeigbar ist und wie, wo, was nicht. Und es geht halt um Drogen so. Ich bin eigentlich absolut gar kein Fan von Drogen, aber ich finde, es bringt halt schon Realismus ins Spiel rein. Aber es wird definitiv nicht sein, was ich hier drin behalte. Genauso wie die anderen beiden Mods. Also Wicked Whims wird nicht drin bleiben, Basemental wird nicht drin bleiben. Und auch Extreme Violence wird nicht drin bleiben. Denn das sind einfach nicht meine Spielart und Weisen. Ich wollte das jetzt nur einmal ausprobieren, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz lustig. So, ich habe zwar keine Lust auf diesen Welcome-Waggon, aber ich glaube, ich will jetzt nicht unbedingt direkt jemanden killen, oder? Ich weiß jetzt halt nicht, wie genau das dann ablaufen wird. Also hier, Wicked haben wir schon, aber ich habe es einmal ausprobiert, aber die waren sehr Nucky-Dai. Also ich wollte ausprobieren, ob Streamer-Mode funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Das war ein bisschen wild. Wenn ich jetzt hier auf Drugs, kann ich auf Settings. Was gibt es denn für Settings? Das ist wichtig. Ich habe dieses Pärchen übrigens aus der Galerie, falls ihr euch fragt. Oh, man kann das anpflanzen? Wild auf jeden Fall. Ich will das hier. Also ich nicht, aber sie. Sie gönnt sich jetzt richtig. Will be delivered by mail. Okay, das heißt, wir müssen erstmal einen Tag warten. Währenddessen können wir unseren Typen doch zu einem Schläger machen, oder? Komm, dieser alte Oppi hier, der hat es verdient. Warte, ich kann nichts mit dem machen, oder? Personality? Ach, warte, ich glaube, das ist auch von Wicked Whims, oder? Genauso wie Attractiveness. Ich weiß nicht. Was können wir denn hier machen? Non-violent interactions. Oh, irgendwie ist das cool. Aber, ja. Non-deadly Gangs. Nee, ich möchte nicht so Gangs an Hut haben. Deadly und non-deadly. Wir sind erstmal non-deadly unterwegs. Also, wenn der uns danach noch irgendwie Kacke findet, können wir den ja immer noch töten. Steh auf. Ich möchte, dass du diesen Typen punchst. Was ist mit dir? Warte, ich kann ihn noch einmal zurücksetzen und ihn dann punchen lassen. Dann wird es nämlich bestimmt funktionieren. Punch. Lose. Darf man das zeigen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich mir aber keine Gedanken machen, dass es nicht monetarisiert ist, weil meine Videos ja generell nicht monetarisierbar sind. Das ist doch schön, oder? Da muss man sich um sowas keine Gedanken machen. Yay! Dann ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn ich sowas zeige, weil ich meine, in anderen Videos sieht man das auch. Auch diese harten Dinge. Deswegen, wir schon. Hallo, ich will den punchen. Der soll nicht weggehen. Excuse me? Wenn dieses Punchen hier schon so schwer ist, ne? Das kann wohl nicht sein. Vor allem läuft hier einfach so lang. Eher so, ich punch dich. Bam! Okay. Was ich aber... Also, cool finde, ist halt, dass man halt dann sieht, dass er halt gepuncht wurde, so. Er hat jetzt eine Stimmung bekommen. Feeling powerful. Mut erwähnen, weil wenn ich Leute schlage, mache ich das auch immer, dass ich mich gut fühle. Er ist doch richtig so, oh ja, so ein netter Typ von nebenan eigentlich, so vom optischen her. Und eigentlich puncht er die alten Männer in der Umgebung. Und er findet es auch toll, dass er was mit seiner Frau hatte. Ist doch auch schön, oder? Jetzt warte ich mal, bis hier noch irgendwie mal wer vorbeikommt oder so. Und den können wir ja noch mal ein bisschen kili-kili machen. Und ja, ansonsten warten wir noch auf unsere Drogen. I don't know her. Aber ich habe Bock, sie zu töten. Wenn sie hier schon so vorbeikommt, sehe ich das gerade mal nicht ein. Ich weiß nicht, was ich genau tun will. Eine Axt oder so. Also ich will sie auch nicht übertreiben. Choke on grilled cheese. Das klingt tatsächlich ganz gut. Es klingt ganz gut. Hilfe. Nein, also ich denke, das ist noch was man eventuell zeigen kann. Aber ich habe ein bisschen Angst. Also ich will ja auch nicht, dass so mein Video gesperrt wird. Wir versuchen es einfach mal. Show me the interaction. Er rennt jetzt zu ihr, aber... Hey?
irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Hilfe. Wieso kann ich... Oh mein Gott, ich kann die Kinder auch kicken und so? Was zur Hölle? Okay, nein. Nein, nein, wir töten heute keine Kinder. Das... Nein, das geht zu weit. Wie wäre es denn, wenn wir einfach Mortimer Grusel killen? So, zeig mir jetzt, wie das aussieht. Ist das in Ordnung? Kann man das zeigen? Oh mein... Das sieht tatsächlich relativ funny aus. What the fuck, Alter? Stell dir vor, da kommt einfach so jemand und steckt dir Grilled Cheese in deinen Mund und versucht dich da zu killen. Okay, seine Ehefrau läuft weg. Ja, okay, vielleicht hätte man das auch nicht unbedingt auf offener Straße machen sollen. Die verabscheuen sich jetzt. Oh Mensch, wie hätte das nur passieren können? So, er wurde getötet. Well. Was ist das, Alter? Das sieht nicht so geil aus. Erstmal einen Screenshot machen. Hat er jetzt eine Stimme bekommen? Murderer. Und er ist deswegen glücklich. Okay. Alle rennen so weg. Mut. Und sie so. Sie hat schon richtig Panik, ey. Also ich meine, ich kann es verstehen. Wenn sie auf einmal so mitbekommt, dass ihr Mann, Mörder ist so. Aber, ja. Ne? Deswegen wird sie am nächsten Tag erstmal Drogen nehmen. Lol. Die Polizei kommt. Also von mir aus kann er gerne festgenommen werden, ist mir scheißegal. To be honest, weil ich meine, er interessiert mich jetzt nicht mehr. Wir haben was gesehen, dass er wen getötet hat. Das war gut genug. Also mehr will ich gar nicht. Ist das die Polizei? Oder wer ist das? Oh jo, ist es wirklich. Der redet jetzt mit ihr, aber sie hat ja gar nichts damit zu tun. Können wir ihm jetzt sagen so, jo, report him. Ja! Okay. Wir können das sagen, okay, das interessiert mich jetzt, das ist wichtig. Hi! Ja, also mein Mann hat den anderen getötet vor unserem Haus. Was passiert jetzt mit ihm? Er so mit seinem Chips oder was auch immer. Geil. Oh, oh. Okay. What? Wild? Aber jetzt ist er weg. Oh mein fucking Gott, was... Austin has broken out of jail. Was? Kann ich ihn jetzt nochmal reporten? Hier, er steht jetzt wieder hier. So, er wird jetzt wieder festgenommen, I guess. Diese Interaktion ist ein bisschen glitscht, glaube ich. Oh mein Gott, dass er schon wieder hier hinkommt. Was ist mit ihm? Warum schafft er das jedes Mal? Also, oder ist es immer so, dass sie dann direkt ausbrechen können? Wild, auf jeden Fall. Jetzt chillt er einfach wieder so und denkt sich so, jo, moin. Ich schau jetzt Fernsehen. War gerade im Knast. Hi. Also, why? Vor allem, sie hat immer noch Angst vor ihm und hat erstmal hier Techtelmechtel. Moin. Und lass es mich Techtelmechtel nennen. Für mich ist es ein Techtelmechtel, nicht mehr und nicht weniger. Oh mein Gott, sie gerade kotzt. Ich glaube, sie ist schwanger, oder? Kann das sein? Oh mein Gott, sie ist wirklich schwanger. Why? Und ich will sie Drogen nehmen lassen. SOS, Brudi. Moini, Girl. Moini. Hey, ich habe es ausgestellt. Hallo? Oh, die Post ist da. Hallo. Oh mein Gott, kann sie jetzt, weil sie schwanger ist, nicht damit interagieren? Oh, man kann hier sogar noch mehr kaufen. Okay, dann warte ich halt noch einen Tag. Dann kann sie wenigstens rauchen oder so. I don't know. Ich bin überfordert und ich werde mich jetzt nicht weiter informieren, weil ich werde diese Mods eh nicht weiter benutzen. Dieses Video ist eh schon wild genug, finde ich. Was ist mit ihr denn? Warum ist sie denn hier? Und warum sieht sie so aus, wie sie aussieht? Oh mein Gott, es brennt. Moin. Oh, die Post ist da. Woo. Okay, have a cigarette. Let's go. Sie hat nichts in der Hand. Hallo? Also, dieses Buch ist, glaube ich, gerade ein bisschen kritisch. Oder wegen dem Moodlet, das könnte auch sein. Ich habe UI Cheats nicht installiert. Oh mein Gott. Deswegen kann ich das nicht wegmachen, da muss ich kurz warten. Do you want to have sex? Ja, okay. Moin. So, sie soll jetzt noch eine Zigarette nehmen. Well. Ich brauche, glaube ich, mehr Licht. Ich möchte einen coolen Screenshot machen für mein Thumbnail. Das ist das einzig Wichtige. Wow. Heftig. Wow. Man kann ja dann noch abhängig sein und so und keine Ahnung. Und dann wahrscheinlich auch von den anderen Drogen und die kann man ja dann auch. Ja, die kann man dann ja auch anbauen und so ein Quatsch. Ist auf jeden Fall wild, was man hier so mit Mods und so machen kann. Das war meine 18 plus Mods-Erfahrung und ich glaube, das reicht auch erstmal.
Ich brauche keine 18-Plus-Mods. Jetzt, Gameplay ist mir dann so schon realistisch genug, I guess. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt bei dieser Erfahrung bleiben. Wir kommen darauf einfach nicht wieder zurück. Es war komisch. Ich habe irgendwie nicht verstanden, was hier in dieser Folge passiert ist. It's over now. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.